hatte ich aufgefordert, mal bei meinen Dingens vorbeizuschauen, bei meinen Fanpages auf Twitter und Facebook. Da hat sich nicht wirklich viel getan, deswegen muss ich euch nochmal bitten, Leute, schaut da mal vorbei. Jo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Lockdown. Und zwar waren wir ja letztes Mal dabei. Ah, Kohle tatsächlich. Waren wir letztes Mal dabei, uns hier den Weg hier lang zu graben. Und Cinero hat uns ja geraten, hier 13 Blöcke nach links zu graben. Und tatsächlich hat er recht gehabt. Oder recht behalten. Jetzt haben wir Kohle gefunden. Ich glaub's nicht. So ein Spasti. Wie kann man so viel Glück haben, ey? Na gut, und mir ist aufgefallen, dass letztes Mal, ja, hatte ich aufgefordert, mal bei meinen Dingens vorbeizuschauen, bei meinen Fanpages auf Twitter und Facebook. Da hat sich nicht wirklich viel getan, deswegen muss ich euch nochmal bitten, Leute. Schaut da mal vorbei und liked auf jeden Fall die Seiten oder folgt mir, weil dann, oh, ist das dunkel, habe ich, sagen wir mal, es einfacher, euch meine Videos zu vermitteln. Weil es ist wahrscheinlich so, dass nicht jeder von euch immer auf YouTube unterwegs ist und sich jedes Mal die Abo-Box durchguckt. Deswegen kann ich euch nur raten, eben auf, wenn ihr immer halt auf dem aktuellen Stand sein wollt, dass ihr halt dann einfach sozusagen meine Facebook-Seite liked und dann immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Das wäre so meine Idee, weil davon habt ihr was, davon habe ich was. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß nicht, in welcher Richtung jetzt der Spawn war. Ich glaube, in die. Nee. In die Richtung war schon richtig, glaube ich. Oder? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Ach doch, da ist richtig. War doch richtige Richtung. Puh, zum Glück. Ja, dann. Ich poste das. Das Gute ist, ich poste da halt nicht immer nur den normalen Shit von was hier YouTube angeht, sondern auf Twitter kommen auch halt mal Livestream-Announcements und da wird eigentlich immer relativ viel kommen. Weil, ja, das ist halt einfach die beste Möglichkeit, um Aufmerksamkeit sozusagen auf sich zu ziehen. Und dadurch, ja, wird zum Beispiel der Livestream auch besser supported und so. Also wäre recht cool, wenn ihr das mal machen könntet, weil dann hätten wir beide was davon. Und was ist das jetzt hier? Okay, gut, dann hat sich das erledigt mit ich baue mein Haus hier hin. Super. Jetzt ist nur noch die Frage, wo wollen wir hinbauen? Wenn jetzt hier auch belegt ist, hier ist keine Fläche. Ja gut, dann müssen wir uns eine neue Fläche suchen, toll. Ah, Mann. Hätte ich mal letztes Mal ein Schild hingepackt. So eine Scheiße. Es wird langsam dunkel, sehe ich gar, ne? Und ich habe noch gar kein Schwert und Eisen gefunden. Oh, habe ich 8. Gut, dann gucken wir mal, wo man sich noch so hinbauen könnte. Ich dachte jetzt eigentlich so richtig fresh hocke ich mich dahin, aber okay, dann hat sich das erledigt. Ah, hier komme ich nicht rein. Schade. Ich hätte man ja mal luschern können, ne? So, oh, jetzt hört ihr bestimmt meinen Hund. Oh, der quiekt ja richtig. Ich überlege gerade, wo wir hinbauen. Theoretisch wäre auch hier eine coole Ecke. Wenn hier so rüber, dann müsste aber. Ach nee. Ey, verpiss dich, du Hund. Gut, die Ecke hier kann man auch vergessen. Das war ein Enderman. Oh, es wird Nacht, super. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett, ich brauche ein Bett, ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Und zwar ganz schnell. Leute, verlass mich nicht. Dann gehe ich mal kurz auf den Berg und dann gehe ich mich schlafen und dann gucken wir gleich mal, wo wir uns hinpacken. Wir haben noch 16 Steaks. Das ist Dingens Haus hier. Von wem nochmal? Von, ich wollte gerade sagen Cinero, aber der macht hier ja gar nicht mit hier. Wie heißt der? Der Partner von Gaming Mookie, komm. Hä?
Okay, der Villager ist weg. Das ist natürlich beste Voraussetzung. Das ist richtig klasse, dass der Villager weg ist. Was ist denn hier los, ey? Hier läuft hier gar nichts mehr. Hier ist das von The Miners. Gut, die kommen hier nicht rauf. Da komme ich nicht rein. Dann werden wir mal kurz hier hochgehen und uns das Bett snacken. So. Ich wusste nicht, dass es so schwer ist, nicht eine geeignete Stelle rauszusuchen. Voll nervig. Jetzt ersaufen wir auch noch. So. Eins, zwei. Hat keiner gesehen. Also der Villager ist weg. Das muss ich gleich mal in die Skype-Confi schreiben. Also wir sind hier. Wenn wir rechts lang gehen, dann könnten wir doch eigentlich theoretisch... Da ist Zatanni. Genau, Zatannis Haus. Da ist die Bäckerei. Sonst kann ich mich doch auch, wenn ich jetzt da lang gehe, irgendwo hinhocken. Müsste doch theoretisch dann bei dem Berg sein. Hallo Enderman. The fuck. Okay, da sind auch unfreundliche Kreaturen. Ja, ja, fickt euch. Also es gibt... die öffentlichen Thermen von Blocktown. Aka Bibis Beauty Grotte. Was? Oh Gott. Bibis Beauty Grotte. Heilige Scheiße. Oh Mann. Also hier ist auf jeden Fall die Kirche. Mein Ohr juckt. Moment. So. Und ja, ich wollte eigentlich da hinbauen, aber da ist ja jetzt schon was. Theoretisch könnte ich mich doch auch hier nebenbauen. Hier. Boah, das kommt zu Kacke. Und wenn ich mich links davon baue, wenn ich jetzt hier dran vorbei bauen würde und dann hier. Hier ist auch keine Fläche. Super, wessen Haus ist das hier? Weiß ich gerade gar nicht. Und ja, ich weiß, dass da ein Texturenfehler ist. Haus von One Piece und Ego. Ja, aber hier. Dann müssen wir die Wasserfläche hier nochmal zubasteln. Und dann müsste das theoretisch funktionieren. Zack. Zack. Ups. Geil. Oh, Marcel. Gut, dann machen wir das so. Dann buddeln wir hier nochmal ein bisschen was weg. Ah, erstmal die Grundfläche machen wir. Das ist fucking Abfuck. Und zack, die zack, 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 zack. Zack, habe ich gesagt. So, hier habe ich eigentlich hier... Nein, use for BOS. Zack, auch an jetzt. Dann läuft das auch wieder ein bisschen flüssiger. Da war eine Sandgrotte gegenüber. Okay, da haben sie schon das Sand abgeschöffelt. Gut. Dann kann ich hier so... Genau, dann machen wir das so. Zack, so, Cobblestone haben wir ja genug. Mich nervt das gerade, dass der Villager nicht mehr da ist. So. Und dann kommt hier das Haus hin. Und zwar so. Tudu! Gut, dann können wir ja direkt anfangen. Ich würde sagen, wir machen den Baum hier nochmal weg, weil dann haben wir gleich einfacher, wenn wir da hier was bauen wollen. Oh. Gut, das ist so ein gigantes Baumus. Oh nee, hat mir eigentlich einmal geschrieben. Zack. Zack, zack,
Zack. Ich muss mal ganz kurz den Shader ausmachen, weil sonst sehe ich nicht alle Holzstücke hier. So, gucken wir von oben rein. Nein, 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 hier ist nichts. Oh, was machen die da draußen denn? Gut, da haben wir noch einen. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Da haben wir zwei. Da haben wir drei. Okay. Zack, zack, da unten haben wir noch einen. Das ist so nervig, diese großen Bäume abzubauen. Ne? Ich hasse das. So, da ist noch ein Stück. Dann können die beide runter. Zack, so, was haben wir hier noch so? Hier haben wir gar nichts, oder? Da unter uns ist noch eins. Da ist noch einer. So, das war's. Hoffe ich zumindest, sonst drehe ich durch. Zack, dann machen wir mal kurz den Shader wieder an. Huch. So, ist den nehmen wir. So, dann müsste hier jetzt alles raus sein, oder? Ja, die Blätter fallen ab. Und ich habe 10 Saplings, die kann ich ja später benutzen, um mein Haus da ein bisschen zu verschönern. So, dann verarbeiten wir erstmal hier die 19 Oakwood. Und basteln uns hier erstmal ein bisschen schöneres Haus. Ich meine, ganz ehrlich, Fenster kann man ja später immer noch machen. Gut, dann machen wir das so. Oh, aha. Okay, die Grundierung muss doch noch größer werden. Wir brauchen mehr Sand. Dann bauen wir das mal von hier hinten ab. Oh, ich hasse es, Sand abzubauen. Oder nicht Sand, Dreck abzubauen. Einfach für so eine Grundierung, das ist völlig sinnlos. Und nervig. Okay, es ist nicht sinnlos, aber es ist nervig. Und so, 29, machen wir erstmal bis hier, okay. Machen wir erstmal nur bis hier, später kann man das ja immer noch ausbauen, ich habe ja genug Zeit, Platz, Geld und Bitches. Mann, dass da jetzt Wasser ist, das muss ich später auch nochmal wegmachen, das Wasser. Wo soll ich jetzt den ganzen Dreck herkriegen, ohne hier die ganze Welt zu zerstören? Die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Yay, yeah, da haben wir ja wieder richtig viel geschafft. Oh Mann, immerhin haben wir angefangen, unser Haus zu bauen. Ja, und uns eine ordentliche Stelle ausgesucht. So, hier kann man doch irgendwo noch Dreck ab... Hier entsteht Scholles Baumhaus. Good job, Bro. Das sieht gut aus. Sieht richtig gut aus, richtig gut aus. Richtig, richtig gut aussehen tut das. Na 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 na. Und wir bauen uns hier durch und holen uns mehr Erde. Denn mit mehr Erde kriegen wir unsere Grundierung endlich fertig. Endlich, endlich ist es soweit. Ah, das sind locker noch mehr Blöcke als 30 Stück. Das sind alleine 5 breit und dann, ja, mehr als 6 lang, ja, okay, gut. Wer Mathe beherrscht, weiß jetzt, was ich da gerade ausgerechnet habe. Wer nicht, Pech gehabt. Und was will ich mit den Blumen? Du kannst dahin. So. Hier kann man auch noch ein bisschen Dreck klauen. Dirt, Dirt, Dirt. Ich beende die Folge nicht, ehe ich hier meine Grundierung fertig habe. Ohne Witz, das geht gar nicht. Ohne Witz, das geht gar nicht. Okay, ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich kann nur sagen, ey Leute, schaut auf jeden Fall mal bei meinen Social Networks vorbei. Als Schlusswort, wer bis hier überhaupt guckt.
dann gibt es auf jeden Fall nie wieder ein Video, was ihr nicht mitbekommt, also was ihr verpasst. Zack, 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 so, immerhin. Dann machen wir hier noch eine, hier zwei Fackeln hin. Und wo ist die Fackel hin? Habe ich die schon aufgesammelt? Okay, kurz eine Workbench. Zack, und dann hier, hier, so, drei Schilder haben wir dann. Hier entsteht Potatoes. So, dann kommen hier auch noch zwei Fackeln hin. So, so. Und zack, zack. Und guck mal, das hier können wir gleich schon wieder wegmachen. Haben wir wieder gut gemacht. So, ja, ich würde mal sagen, das reicht fürs Erste. Buddeln wir uns hier ein. Schauen wir, machen wir das so und so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ach komm, schaut einfach bei den Social Networks vorbei. Tudududu.